zurück zu einem neuen Video. Ich habe heute mal wieder ein neues Format für euch, was ich mir überlegt habe. Und zwar soll es heißen, was denkst du über ... Ich bin irgendwie nicht so kreativ, was diese Formatnamen angeht. Aber man versteht auf jeden Fall, glaube ich, schon, worum es geht. Ich möchte in diesen Videos meine Meinung mit euch teilen über bestimmte Themen, die euch interessieren. Ich habe euch dafür auch auf Instagram schon gefragt, wozu ihr gerne meine Meinung hören wollen würdet. Und ich kann schon sagen, es sind auf jeden Fall Themen, die Meinung auch sehr spalten. Das ist auch bewusst so gewählt, weil ich gerne aus diesem Format so eine offene Diskussion schaffen würde. Also ich würde mich freuen, wenn ihr, während ihr das Video schaut, auch eure Meinung in den Kommentaren da lasst und dass wir wirklich so ein bisschen über diese Themen auch diskutieren können, gemeinsam. Und ich dachte mir, dass das ganz interessant sein könnte. Und wie gesagt, es sind wirklich auch ein paar umstrittene Themen mit dabei. Wenn euch das Format gefällt, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, dann weiß ich, dass ihr das gut findet und dann will ich das in Zukunft auch regelmäßig machen. Und ja, dann würde ich sagen, quatsche ich nicht noch viel drum herum, sondern fange direkt an. Okay, wir fangen erstmal harmlos an. Und zwar, was denkst du über Diäten? Also von Diäten halte ich grundsätzlich nicht viel. Ich kenne mich da jetzt aber auch nicht komplett aus. Ich weiß nicht, was es alles für verrückte Diäten gibt. Deswegen kann man das vielleicht auch nicht so pauschalisieren. Aber grundsätzlich finde ich Diäten nicht so gut. Genauso wie diese ganzen Kuren, so Saftkuren oder so, die man dann irgendwie 3 Tage oder eine Woche oder so macht. Weil ich mir immer so denke, die Leute erhoffen sich halt irgendwie so einen Zaubereffekt oder einen schnellen Effekt auf kurze Zeit, statt einfach mal langfristig die Ernährung umzustellen. Ich finde es halt immer so paradox, wenn Leute irgendwie diese Saftkuren oder so machen und sich damit detoxen und danach erstmal wieder lauter Fastfood und ungesunde Sachen in sich reinfressen. Also da verstehe ich nicht so wirklich den Sinn dahinter. Ich bin einfach ein Fan davon, langfristig seine Ernährung auf gesund umzustellen. Ich bin jetzt selber so ein Typ, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mich komplett gesund ernähre. Ich ernähre mich sehr intuitiv. Also wenn ich auf irgendwas Bock habe, dann gönne ich mir das auch. Aber so meine Basisernährung ist, würde ich sagen, schon sehr gesund. Und das finde ich um einiges besser, als jetzt einfach für eine gewisse Zeit irgendeine Diät zu machen und danach wieder alles umzuschmeißen. Was denkst du über den Altersunterschied in der Beziehung? Also ich finde den Altersunterschied prinzipiell nicht so wichtig. Ich finde, es ist jetzt nicht ausschlaggebend dafür, ob eine Beziehung funktionieren kann oder nicht. Also erstmal gehen wir natürlich davon aus, dass der Altersunterschied legal ist. Das wollen wir jetzt einfach mal so festlegen, aber ansonsten, wo die Liebe hinfällt. Ich meine, es gibt ja immer so Leute, die ja total empört sind, wenn man irgendeinen Partner hat, der 20 Jahre älter ist oder so, aber ich denke mir halt so, wenn die beiden glücklich sind, warum nicht? Was denkst du über Schönheits-OPs? Ja, ein sehr, sehr schwieriges Thema. Also prinzipiell verurteile ich niemanden, der an sich irgendwas machen lässt. Ich finde, das ist jedermanns eigene Entscheidung. Jeder darf über seinen Körper so entscheiden, wie er will. Ich finde nur irgendwie den Gedanken schade, dass so viele Menschen das Bedürfnis danach haben, einen bestimmten Look zu haben oder nach einem bestimmten Ideal zu streben und das durch Schönheits-OPs umzusetzen. Also klar, wenn man irgendwie sein Leben lang unglücklich mit irgendwas ist und es einfach nicht schafft, diese Sache an sich selbst zu akzeptieren, dann go for it. So, wenn es dich dann glücklich macht und es dein Leben verändern sollte, dann bin ich jetzt keine Person, die das irgendwie verurteilen würde. Aber ganz oft ist es halt einfach so, dass wir so unglaublich manipuliert von diesen Schönheitsidealen sind, dass wir gar nicht so richtig merken, dass wir das nicht für uns machen, sondern eigentlich für andere. Also man macht es hauptsächlich, weil man denkt, so gefällt man anderen besser, beziehungsweise weil man es nicht schafft, sich deswegen auch selbst zu akzeptieren. Und ich war auch oft so an einem Punkt früher, wo ich unbedingt was an mir machen lassen wollte. Ich wollte vollere Lippen haben, ich wollte meine Nase machen, die mich mein Leben lang gestört hat. Bis ich irgendwann so an den Punkt gekommen bin, wo ich mir dachte, so, warum eigentlich? So, das bin ich. Ich persönlich finde es für mich schöner, so die Merkmale, die mich ausmachen, zu embracen, statt sie weghaben zu wollen, um wie andere auszusehen. Und deswegen bin ich bei mir persönlich jetzt eher Anti-Schönheits-OPs, beziehungsweise auf jeden Fall in Bezug auf
welche die einen anders aussehen lassen. Aber ja, schwieriges Thema. Also schreibt mir mal, was ihr dazu denkt. Was denkst du übers Kiffen? Auch ein Thema, wo sich die Meinungen sehr spalten. Auch ja, was die Legalisierung und so angeht. Also ich muss da einfach sagen, ich bin da kein Freund davon. Ich mache es selber auch nicht. Und halte einfach nicht viel davon. So, Punkt, aus Ende. Man muss dazu natürlich sagen, und das ist eigentlich prinzipiell bei allen Sachen so, letztendlich macht bei allem irgendwie das Maß so die Wirkung aus. So alles kann, wenn man es zu viel konsumiert, schlecht für einen sein. Also es gibt kaum Beispiele, wo das nicht so der Fall wäre. Also ich meine, heutzutage ist das ja eigentlich mittlerweile was sehr Normales, so jeder Zweite macht das oder so. Und ich denke, die meisten würden dann auch so sagen, ja, was soll schon dabei sein, wenn man das ab und zu mal macht? Und klar, das kann man so sehen, aber ich frage mich dann immer so, wo hört das auf? Also ich kenne halt einfach viel zu viele Fälle, wo das halt so mal ab und zu war. Man hat das dann mit Freunden oder so gemacht und irgendwann wurde es einfach zu so einem täglichen Ding, von dem man halt nicht wegkommt. Und dann fängt halt wiederum so Sucht an und ich glaube, sobald man in dieser Sucht drin ist, kann es einem eigentlich nur noch schaden, auch wenn man das so nicht wirklich realisiert. Aber ich kenne einfach viele Fälle, bei denen das schon so das Leben irgendwie auch beeinflusst und auch im Negativen beeinflusst. Und deswegen bin ich von solchen Dingen einfach nicht so ein großer Fan, auch wenn viele das so ein bisschen verharmlosen. Ja, ihr könnt gerne einfach mal schreiben, was ihr dazu denkt. Wenn wir dann mal beim Thema Drogen bleiben, was denkst du übers Alkohol trinken, betrunken sein? Also ich hatte immer so meine Phasen mit dem Alkohol. Ich habe relativ jung das erste Mal schon getrunken und hatte dann aber eine Phase, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, so 17, 18, wo ich gar nichts mehr getrunken habe, weil ich irgendwie gemerkt habe, so, ich mache das einfach, um dazu zu gehören und eigentlich habe ich da gar keinen Bock drauf und dann habe ich einfach damit aufgehört. Und dann hatte ich wieder eine Phase, als ich wieder ein bisschen älter wurde, da habe ich wieder öfter Alkohol getrunken und tatsächlich habe ich jetzt aber seit knapp 3 Jahren oder so gar nichts mehr getrunken. Also ich finde es nicht schlimm, wenn andere Alkohol trinken, aber da sind wir wieder bei diesem Thema, das Maß macht es aus. Also klar, wenn man sich da ab und zu mal ein Glas Wein oder Bier oder keine Ahnung, selbst wenn es mal was Härteres ist, wenn man da Bock drauf hat, wenn man sich das mal ab und zu gönnt, dann soll man das machen. Aber dieses Exzessive, davon halte ich nicht viel und Alkohol ist ja auch etwas, was sehr unterschätzt wird, vor allem, weil es ja auch legal ist. Da gibt es ja auch Meinungen zu, dass wenn Gras illegal ist, dann sollte Alkohol auch illegal sein. Da könnt ihr mir ja mal schreiben, was ihr dazu denkt. Ich persönlich habe einfach ja, für mich entschlossen, dass ich jetzt erstmal keinen Alkohol mehr trinken möchte. Aus verschiedenen Gründen. Einmal, weil es mir einfach nicht schmeckt. So, ich brauche das einfach vom Geschmack her nicht. Und weil ich einfach merke, dass es mir auch nicht gut tut. So, man fühlt sich einfach immer schlecht danach. Und warum soll ich dann irgendwas trinken, wonach es mir nicht gut geht? Und bis jetzt funktioniert das immer ganz gut. Ich finde es immer interessant, wie schockiert manche Leute sind, wenn ich irgendwie nebenbei erwähne, so, ich trinke keinen Alkohol und ich habe seit Jahren nichts mehr getrunken. So, es ist irgendwie komisch, dass es für die Leute normaler ist, dass jeder irgendwie Alkohol trinkt, als dass keiner Alkohol trinken würde, wenn ihr versteht, was ich meine. Ein passendes Thema auch dazu, was denkst du über Gruppenzwang? Ich bin sehr froh, dass ich damals schon selbstbewusst genug war, um meine eigene Meinung zu festigen und nicht Dinge nur aus Gruppenzwang zu tun. Also, wie ich schon eben erwähnt habe, ich habe so meine Erfahrung gemacht und dann habe ich mir aber irgendwann gedacht, so, nee, kein Bock. Und dann war ich wirklich auch jetzt diese ganzen Hauspartys, die man damals hatte, da war ich wirklich eigentlich die Einzige, die zum Beispiel dann nichts getrunken hat, die nicht mit Shisha geraucht hat oder so, weil ich da einfach keinen Bock drauf hatte und einfach nicht so den Sinn darin gesehen habe. Und da war das manchmal schon auch komisch. Also ich habe mich schon komisch dabei gefühlt, beziehungsweise eher dadurch, dass immer Leute versucht haben, mich dazu zu überreden, etwas zu tun. Und das, finde ich, ist halt so dieses Schlimme. So, wenn eine Person zum Beispiel sagt, so, ich möchte nicht trinken, ich möchte nicht rauchen oder so, und sich da entschieden hat, sich selber damit nicht schaden zu wollen, warum will man die Person dazu überreden, das zu tun?
nur weil man es selbst vielleicht nicht so schlimm findet. Und das ist halt so das Traurige an Gruppenzwang und die Tatsache, dass so viele junge Leute dadurch mit Dingen anfangen, die sie von sich selbst allein nie irgendwie gemacht hätten. Einfach um so das Gefühl zu haben, dazu zu gehören. Ich kann euch da einfach nur ans Herz legen, so steht zu euch und steht zu den Ansichten, die ihr habt und zu den Dingen, die ihr nicht gerne machen wollt. Und wenn ihr dazu steht, dann werden das eure Freunde auch irgendwann akzeptieren. Und wenn sie es nicht tun, dann sind es keine richtigen Freunde. Okay, wir kommen jetzt zu einem sehr sensiblen Thema. Und zwar, was denkst du über Abtreibungen? Als ich jünger war, habe ich das Thema sehr leichtfertig gesehen. Mittlerweile würde ich niemals selbst abtreiben. Aber ich gehöre nicht zu der Seite, die sagt, Abtreibungen sollten verboten werden. Also selbst wenn ich es persönlich nicht, sag ich mal, verantworten könnte, würde ich niemals irgendwie einer anderen Frau vorschreiben wollen, ob es jetzt richtig oder falsch ist, weil ich finde, jede Frau sollte selbst entscheiden können, was da mit ihrem Körper passiert. Und ich denke, dass auch kaum jemand so eine Entscheidung irgendwie leichtfertig fällen würde. Ich weiß, das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema und für manche auch sehr sensibel. Und manche haben da auch eine sehr strikte Meinung zu, dass Abtreibung Mord ist und dass man das nicht machen darf und dass es verboten sein sollte. Aber ich bin einfach der Meinung, jede Frau sollte selbst über ihren Körper entscheiden. Und deswegen würde ich mich nie in diese Position stellen, irgendwie darüber zu urteilen, was da für Gedanken in ihr auch vor sich gehen und warum sie sowas macht. Was denkst du über Freundschaft Plus? Ja, kann man machen. Nee, also ich wäre da wahrscheinlich niemals der Typ für, weil ich das einfach nicht so trennen könnte, beziehungsweise für mich ist dieses ganze Intime einfach etwas, was ich mit einer Person teilen möchte, die ich liebe. Also ich kann mir vorstellen, dass es dann bei ganz vielen dann so ist, dass sie irgendwann Gefühle entwickeln. Das ist ja diese typische Denkweise, die man eigentlich dazu hat und die ich auch irgendwo logisch finde, so von meiner Perspektive aus. Aber ich kann mir auch andererseits vorstellen, dass es sehr gut funktionieren kann für Leute, die halt wirklich das ganz gut trennen können. So, das ist nur Sex ohne Gefühle und wir machen das jetzt, das ist nur was Körperliches. So, wenn das für beide Seiten klar ist, also wenn man das auch vorher wirklich so angesprochen hat und, sage ich mal, nicht eine Person eigentlich mehr möchte und die andere Person das ein bisschen ausnutzt, solange das nicht der Fall ist und beide Seiten sozusagen ausdiskutiert haben, dass es nur Sex ist und einfach Freundschaft plus, dann warum nicht, wenn es funktioniert und wenn man damit seine Bedürfnisse stillen kann, dann go for it. Okay, und wir kommen jetzt auch schon zu dem letzten Thema, ein Thema, was mich wirklich komplett aus der Fassung gebracht hat. Was denkst du über zuerst Milch, dann die Cornflakes? Also, solche Menschen werde ich niemals verstehen. Leute, es gibt Regeln und diese Regeln muss man befolgen. Zuerst Cornflakes, dann Milch. Ja, aber mal im Ernst, das ist wirklich eine Sache, die ich nie verstehen kann. Falls da jemand draußen unter euch ist, der das macht, der zuerst die Milch reingießt und dann erst die Cornflakes, dann schreibt mir mal, warum ihr das tut. Ansonsten wäre es jetzt von diesem Video. Ich hoffe, es war interessant. Ich bin schon ein bisschen nervös, das hochzuladen, weil ich weiß, dass da wirklich Themen dabei sind, die sehr, sehr kritisch sind und uns die Meinung extrem spalten. Aber wie gesagt, ich möchte, dass unten eine offene Diskussion gestartet wird. Bitte dabei nicht beleidigend wirken. Also wir wollen ja alle mit normalen Argumenten hier arbeiten und niemanden irgendwie direkt ziehen für eine Meinung, die man nicht teilt. Ansonsten alles gerne rein in die Kommentare, schreibt mir, was ihr dazu denkt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Bye!